Beim Lernen im Netz kommen unterschiedlichste digitale Lehrmaterialien zum Einsatz. Mit ihrer Erstellung, Verwendung und Speicherung sind auch eine Reihe von rechtlichen Fragen verbunden. Etwa, ob und unter welchen Bedingungen die Werke Dritter verwendet werden dürfen, wie selbstproduzierte Lernobjekte geschützt sind oder wo selbstproduzierte Inhalte und Materialien Dritter unter welchen Zugangsbedingungen gespeichert werden dürfen. Lernobjekte können bekanntermaßen ganz unterschiedlicher Natur sein. So zählen etwa PDF-Dokumente oder Blog-Einträge ebenso dazu wie Bilder, digitale Tondokumente und Videos. Allen gemeinsam ist, dass sie als digitale Artefakte, zumindest technisch gesehen, ohne Qualitätsverlust kopierbar, speicherbar und weiter verteilbar sind. Die Benutzung von digitalen Lernobjekten unterliegt daher Regeln, ob und wie Texte, Bilder oder Videos verwendet werden dürfen, regelt das Urheberrecht. Die aktuelle Fassung des österreichischen Urheberrechts finden Sie im Rechtsinformationssystem des Bundeskanzleramtes. Beschäftigen wir uns zunächst mit der Verwendung fremder, im Internet verfügbarer Inhalte. Zwar heißt es im Artikel 17 des Staatsgrundgesetzes, Zitat, die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei, Zitat Ende. Das bedeutet aber nicht, Zitat, dass wissenschaftliche Inhalte und damit auch Lehrmaterial kostenfrei zugänglich sein müssen, Zitat Ende, wie Jan Hansen und Heike Seehagen-Marx in ihrem Artikel Urheberrecht und Co. in der Hochschullehre, rechtliche Aspekte des Technologieeinsatzes beim Lehren und Lernen, ausführen. Im von Martin Ebner und Sandra Schön 2013 herausgegebenen Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien erschienenen Artikel wird in der Folge immer wieder Bezug genommen. Vereinfacht ausgedrückt gilt im Urheberrecht folgende Regel. Inhalte aus dem Internet sind nicht per se kostenfrei. Von dieser Verbotsregel gibt es grundsätzlich zwei Ausnahmen. Erstens, die Rechteinhaberinnen bzw. Rechteinhaber haben in die Nutzung eingewilligt. Und zweitens, im Gesetz ist die Nutzung fremder Inhalte ausdrücklich gestattet. Grundsätzlich sind die Urheberinnen und Urheber eines Werkes zunächst die alleinigen Rechteinhaberinnen bzw. Rechteinhaber. In Form sogenannter Verwertungsrechte bestimmen sie über die Vervielfältigung, Verbreitung und Bearbeitung ihrer Werke. Weil Verwertungsrechte ebenso wie zum Beispiel ein Auto verkauft, vermietet, verschenkt oder verliehen werden können, wandern die Verwertungsrechte oft zu dritten Personen. So können etwa Verlage oder Produktionsfirmen digitale Lernobjekte als Teile ihrer wiederum geschützten Lehrmittelproduktionen verwenden. In diesen durchaus häufigen Fällen bestimmen nicht mehr die Urheberinnen bzw. Urheber, zu welchen Bedingungen die Lernobjekte verwendet werden dürfen, sondern eben diejenigen, die über die entsprechenden Verwertungsrechte verfügen. Wer derartige Materialien in der eigenen Lehre oder in studentischen Arbeiten einsetzen möchte, muss das Einverständnis derjenigen einholen, die die Verwertungsrechte besitzen. Allerdings existieren dazu Ausnahmen, nämlich jene Fälle, in denen das Gesetz die Nutzung fremder Inhalte ausdrücklich gestattet. Für Universitäten ist diese Nutzung in § 42 Absatz 6 des Urheberrechtsgesetzes geregelt. Hier heißt es, Zitat, Schulen und Universitäten dürfen für Zwecke des Unterrichts bzw. der Lehre in dem dadurch gerechtfertigten Umfang Vervielfältigungsstücke in der für eine bestimmte Schulklasse bzw. Lehrveranstaltung erforderlichen Anzahl herstellen und verbreiten. Zitat Ende. Jan Hansen und Heike Seehagen-Marx schreiben dazu in ihrem Artikel Urheberrecht und Co. in der Hochschullehre, Zitat, umfangreiche Werke dürfen zwar nicht vollständig verwendet werden, es ist aber erlaubt, diejenigen Teile zu nutzen, die für den jeweiligen Zusammenhang erforderlich sind. Und weiters, Zitat, Zeitungsartikel, Aufsätze, Bilder und Grafiken dürfen vollständig verwendet werden, wenn es erforderlich ist. Zitat Ende. Allerdings weisen der Autor und die Autorin auch darauf hin, dass, Zitat, nur einzelne elektronische Exemplare per Mail verschickt werden dürfen.
Die Speicherung auf einem Server zum Abruf durch andere ist verboten. So soll sichergestellt werden, dass nur die unmittelbare Zielgruppe Zugriff erhält. Zitat Ende. Eine weitere gesetzliche Erlaubnis zur ungefragten Nutzung fremder Inhalte ist das Zitatrecht, das in § 46 des Urheberrechts geregelt ist. Hier heißt es unter anderem, Zitat, zulässig sind die Vervielfältigung und die Verbreitung sowie der öffentliche Vortrag, die Rundfunksendung und die öffentliche Zurverfügungstellung erstens, wenn einzelne Stellen eines veröffentlichten Sprachwerkes angeführt werden, Zitat Ende, was weitgehend dem sogenannten Kleinzitat entspricht, Zitat, und zweitens, wenn einzelne Werke nach ihrem Erscheinen in einem durch den Zweck gerechtfertigten Umfang in ein die Hauptsache bildendes wissenschaftliches Werk aufgenommen werden, Zitat Ende, was dem sogenannten Großzitat entspricht. Wie Hansen und Siehagen Marx ausführen, müssen für die Berufung auf das Zitatrecht alle nachfolgenden Faktoren erfüllt sein. Erstens, das fremde Material muss eine Belegfunktion im wissenschaftlichen Diskurs haben. Zweitens, die Quellenangaben müssen korrekt und vollständig sein. Drittens, zitiert werden darf nur in dem Umfang, der für die jeweilige didaktische Situation erforderlich ist. Und viertens, die Zugriffsmöglichkeit auf das verwendete Material muss der konzipierten Teilnehmendenzahl entsprechen. Das heißt, wenn Lernobjekte Dritter in einem Seminar mit 30 Teilnehmenden eingesetzt wird, dürfen sie nicht im Internet allen und damit einer potenziellen Zahl von 3 Milliarden Nutzerinnen und Nutzern zugänglich gemacht werden. Besonders streng ist das österreichische Urheberrecht übrigens bei der Nutzung von Bildern und Musik, wie Jan Hansen und Heike Seehagen Marx anmerken. Zitat, ganze Bilder dürfen nur in Ausnahmefällen verwendet werden, wenn es keine zumutbare Alternative gibt. Die Nutzung von Musik ist auf kleine Teile beschränkt, deren Umfang sich aus dem jeweiligen Zusammenhang ergibt. Zitat Ende. Wer also im wissenschaftlichen Kontext fremde Inhalte bzw. fremde Lehrmaterialien verwenden möchte, muss sich bewusst sein, dass sie bzw. er über die gesetzlich geregelten Nutzungsrechte oder über das Einverständnis der Rechteinhaberinnen bzw. Rechteinhaber verfügt. Dies gilt natürlich auch im Umgang mit den sozialen Medien. Facebook, Twitter und Co. sind zwar durch ihre Offenheit gekennzeichnet, trotzdem sind die vom Urheberrecht gesetzten Grenzen sehr eng. Fremde Werke dürfen auch hier nicht ohne die Einwilligung der Rechteinhaberinnen bzw. Rechteinhaber oder auf Basis gesetzlich erlaubter Nutzungsrechte verwendet werden. Das Urheberrecht schützt natürlich auch und vor allem die Urheberinnen und Urheber vor der unbefugten Verwendung ihrer Werke durch Dritte. Dazu heißt es in § 18a des Urheberrechtsgesetzes, Zitat, der Urheber hat das ausschließliche Recht, das Werk der Öffentlichkeit drahtgebunden oder drahtlos in einer Weise zur Verfügung zu stellen, dass es Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich ist. Zitat Ende. Was aber charakterisiert ein eigenes Werk? In § 1 des Urheberrechtsgesetzes heißt es dazu, Werke im Sinne dieses Gesetzes sind eigentümliche geistige Schöpfungen. Das bedeutet, dass bereits dokumentierte wissenschaftliche Erkenntnisse beispielsweise in einem neuen Lehrbuch ebenfalls dargestellt werden dürfen, aber eben nicht in derselben Form. Beiträge von Studierenden werden im Übrigen juristisch gleich behandelt wie die Beiträge von Lehrenden, und zwar bei der Zusammenstellung des Materials ebenso wie bei dessen Verbreitung. Wie eng hier die Grenzen des Urheberrechts sind, verdeutlicht ein fiktives Fallbeispiel, das in der Publikation Urheberrechtsfragen beim Einsatz von Multimedia an Hochschulen, ein Leitfaden für die Praxis am Beispiel der Universität Wien, der Autoren Seyavash Amini und Nikolaus Forgo angeführt ist. Zitat. Stellt man eine Mitschrift auf einer eigenen Homepage oder auf einer Lernplattform online, nachdem man sie eingescannt oder sonst wie digitalisiert, gespeichert und hochgeladen hat, passiert neben zahlreichen Vervielfältigungen noch etwas anderes urheberrechtlich Irrelevantes.
Ein Werk wird drahtlos der Öffentlichkeit auf eine Weise zur Verfügung gestellt, dass es Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich ist. Damit tangiert das Online-Stellen neben dem Vervielfältigungsrecht auch das ausschließliche Zurverfügungstellungsrecht des Lehrveranstaltungsleiters bzw. der Lehrveranstaltungsleiterin als Urheber bzw. Urheberin. Im Fall einer Vorlesung im Rahmen der universitären Lehre ist außerdem zu beachten, dass sie nicht als veröffentlicht gilt, sobald sie gehalten wird, sodass durch das Online-Stellen auch noch die persönlichkeitsrechtliche Erstveröffentlichungsbefugnis des Lehrveranstaltungsleiters tangiert ist. Werden Werke von mehreren gemeinsam erstellt, gelten alle am Erstellungsprozess Beteiligten als Miturheberinnen und Miturheber. Sie bestimmen in weiterer Folge darüber, in welcher Weise ihr Werk genutzt werden darf. Auch hier verfügen Studierende selbstverständlich über dieselben Rechte. Jan Hansen und Heike Seehagen-Marx geben dafür folgendes Beispiel. Zitat: Wenn ein Wiki mit Beiträgen von Lehrenden und Studierenden semesterübergreifend angeboten wird und das Material von anderen Studierenden weiterbearbeitet werden soll, ist dies nur dann erlaubt, wenn die Autorinnen bzw. die Autoren mit der Weiterverarbeitung einverstanden sind. Zitat Ende. Rechtliche Fragen stellen sich schließlich auch im Hinblick auf die Speicherung digitaler Artefakte und der damit verbundenen Möglichkeiten der Verbreitung und Vervielfältigung. Universitäten bedienen sich meist Lernmanagementsysteme wie zum Beispiel Moodle, um Lehrmaterialien in strukturierter Form verfügbar zu machen. Allerdings erfreuen sich im universitären Kontext auch Cloud-Lösungen wie zum Beispiel Dropbox oder Google Drive sowie Social-Media-Anwendungen wie zum Beispiel Facebook immer größerer Beliebtheit. Die Zurverfügungstellung fremder Werke auf Lernplattformen ist nicht unproblematisch. Obwohl Lernplattformen von ihren Nutzerinnen und Nutzern eine Anmeldung verlangen, sind sie nicht mit der Lehrsituation in einem Hörsaal oder einem Klassenzimmer vergleichbar. Grund dafür ist die bereits erwähnte Regelung, dass nur einzelne Exemplare fremder Werke elektronisch per E-Mail verschickt werden, nicht aber auf einem Server gespeichert werden dürfen. Amini und Forgo empfehlen daher, ganze Werke in Form eines großen Literaturzitates verfügbar zu machen. Allerdings, Zitat, ganze Werke können also nur dann unter Berufung auf das große Literaturzitat auf einer Lernplattform verfügbar gemacht werden, wenn sie ihrerseits in ein wissenschaftliches Werk integriert ist. Zitat Ende. Zudem muss das zitierte Werk nicht nur veröffentlicht, sondern auch erschienen sein. Das bedeutet, es muss in einer genügenden Anzahl von Vervielfältigungsstücken in körperlicher Form verbreitet worden sein. Für elektronische Dokumente bedeutet das, dass die Möglichkeit eines Downloads gegeben sein muss. Bei der Verwendung anderer Speicherorte ist in der Regel noch größere Vorsicht geboten. Sollen Lehrmaterialien etwa auf YouTube veröffentlicht werden, ist es naturgemäß notwendig, vor der Veröffentlichung zu überprüfen, ob die Rechteinhaberinnen bzw. Rechteinhaber aller im veröffentlichten Werk enthaltenen Teilwerke mit der Veröffentlichung einverstanden sind. Wenn in der Hochschullehre aber von Dritten betriebene Plattformen zur Anwendung kommen, ist ein weiterer rechtlicher Aspekt zu beachten, und zwar der des Datenschutzes. Unternehmen wie Facebook oder Google nutzen personenbezogene Daten ihrer Nutzerinnen und Nutzer für eigene Zwecke. Dafür ist es notwendig, dass die Nutzerinnen und Nutzer dieser Verwendung ihrer persönlichen Daten zustimmen, was in der Regel durch die Einwilligung in die jeweiligen Datenschutzbestimmungen geschieht. Allerdings enthalten diese Datenschutzbestimmungen zum Teil keine klaren Angaben weder zum Umfang der erhobenen Daten noch zur Verwendung dieser Daten. Im Beispiel von Hansen und Seehagen-Marx ist die Einrichtung einer Facebook-Seite für eine Gruppenarbeit daher rechtlich bedenklich. Zum einen, weil Studierende der Verwendung ihrer persönlichen Daten durch Facebook freiwillig zustimmen müssen und daher nicht gezwungen werden können, an der Gruppenarbeit teilzunehmen. Zum anderen ist juristisch noch nicht ausreichend geklärt, ob die Einwilligung seitens der Studierenden in die Datenschutzbestimmungen von Facebook rechtens sind, eben weil diese Datenschutzbestimmungen zu unklar sind.
Der Einsatz von sozialen Medien und Web 2.0-Technologien im Hochschulunterricht sollte also mit großer Vorsicht betrieben werden. Das gilt beispielsweise auch für Google mit ähnlich undurchsichtigen Datenschutzbestimmungen wie Facebook und bedeutet, dass im Bereich der Lehre beispielsweise für das gemeinsame Schreiben von Texten besser die dafür geeigneten Werkzeuge der Lernplattform der Hochschule und nicht Google Drive verwendet werden sollten. Ein letzter Aspekt betrifft die Verwendung sogenannter Cloud-Services, wie zum Beispiel Dropbox oder eben Google Drive. Die Anbieter dieser in der Regel kostenlosen Dienste garantieren meist keine Datensicherheit. Das Speichern von Daten erfolgt daher auf eigene Gefahr der Anwenderinnen und Anwender, was unter Umständen der Verschwiegenheitspflicht zuwiderläuft, der die meisten Hochschulbediensteten unterliegen. Ursache dafür ist der Umstand, dass der Missbrauch der gespeicherten Daten und Informationen durch die Anbieterinnen und Anbieter nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. Durch die Ausführungen zum Urheberrecht im Kontext der Hochschullehre sollte klar geworden sein, dass die Verwendung fremder Lehrmaterialien äußerst strikt geregelt ist und wenig Spielräume offen lässt. Lehrende wie Lernende sollten die Regelungen auf jeden Fall ernst nehmen, um etwaigen rechtlichen Konsequenzen vorzubeugen. Empfehlungen zur Vertiefung des Themas sowie Angaben zu den verwendeten Werken finden sich in der Prezi-Präsentation inklusive der entsprechenden Verlinkungen. Abschließend empfehlen wir noch folgende Übungsaufgabe. Überlegen Sie, ob im Zeitalter des Web 2.0 mit seinen Interaktions-, Speicher- und Verbreitungsmöglichkeiten das Urheberrecht noch zeitgemäß ist. Finden Sie mindestens 5 Argumente, um Ihre Meinung zu begründen, und berücksichtigen Sie dabei sowohl die Interessen der Urheberinnen und Urheber als auch der Nutzerinnen und Nutzer. Zum Schluss sei erwähnt, dass der Autor dieses Podcasts kein Jurist ist und die hier getätigten Aussagen zwar auf genauen und ausführlichen Recherchen basieren, aber dennoch keine Rechtsverbindlichkeit haben. Vielen Dank für Ihr Interesse.